Am 20. September 2017, kurz vor 2 Uhr nachts, geht bei der Polizei ein Notruf ein. Der Anruf kommt von einer jungen Frau, die angibt, das Kindermädchen in einem Haus in der Stadt Everett zu sein. Sie sagt, sie ist gerade von etwas geweckt worden, das wie Schüsse geklungen hat. Sie ist die Treppe runtergerannt und hat dann nach Haustür eine schreckliche Szene vorgefunden. Denn dort liegt die 24-jährige Alicia Canales McQuire auf dem Boden. Sie blutet stark. Sie vermutet, dass sie angeschossen worden ist. Hinter ihr im Wohnzimmer sitzt noch dazu ein dreijähriger Junge, dessen Gesichtsausdruck ziemlich deutlich erklärt, dass er genau gesehen hat, was hier passiert ist. Aber die Identität dieser jungen Frau, die wird der Knackpunkt im heutigen Fall, denn das ist nicht ihr Haus und das sind nicht ihre Kinder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen True Crime Time Story. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wie ihr gerade gehört habt, führt uns der heutige Fall nach Everett in die USA. Everett ist in der Nähe von Seattle im Staat Washington, also an der Westküste von den USA. Und dort ist ein furchtbares Verbrechen passiert. Am 20. September geht dieser Notruf bei der Polizei ein und wenige Minuten später trifft diese dann auch am Haus ein. Sie sehen sofort die Anzeichen für einen Angriff. Da ist Blut an verschiedenen Stellen der Eingangstür. Da sind Einschusslöcher zu sehen im Rahmen und um den Türrahmen herum. Die sind von außen gut sichtbar. Allerdings darüber hinaus gibt es relativ wenige Informationen, was genau passiert ist. Die ersten Polizisten am Tatort nähern sich mit großer Vorsicht. Sie sind nicht sicher, ob der Schütze noch da ist. Sie gehen vor bis zum Haus. Sie probieren die Türe zu öffnen, aber irgendwas ist da im Weg. Sie stoßen die Türe dann von außen vorsichtig auf und sie erkennen, dass es sich um die Leiche einer jungen Frau handelt. Diese Frau reagiert nicht mehr, genau wie die Anruferin es auch am Telefon schon beschrieben hat. Es ist also schnell klar, auch dass sie tot ist, da besteht kein Zweifel. Und eine weitere herzzerreißende Entdeckung: direkt hinter dem Eingang sitzt auf der Wohnzimmercouch ein Junge, der nicht älter als 2 oder 3 Jahre zu sein scheint. Er ist total verängstigt und man kann sehen, er hat gesehen, was passiert ist. Direkt danach vernimmt die Polizei das anwesende Kindermädchen, das sie angerufen hat. Leider kann sie dem Beamten nicht viel sagen, denn als sie von den Schüssen geweckt wird und die Treppe hinunterläuft, da ist der Schütze bereits geflüchtet. Sie hat den Täter also gar nicht gesehen und ja, somit kann sie ihn auch nicht beschreiben. Sie hat allerdings eine hilfreiche Information für die Ermittler. Sie kann nämlich sagen, wer das Opfer ist. Es ist Alicia Canales McQuire. Sie ist 24 Jahre alt und ja, das ist nicht ihr Haus. Das Haus gehört ihrer Schwester, die ist 27 Jahre alt und heißt Amanda Canales. Und als sie am Morgen des 20. September an ihr Handy geht, da kann sie nicht ahnen, dass es der schlimmste Anruf in ihrem Leben werden würde. Es wird allerdings sofort klar, als sie den Hörer abnimmt und nur das Schluchzen ihres Vaters am anderen Ende der Leitung hören kann. Sie versteht im ersten Moment gar nicht, worum es eigentlich geht. Das ist irgendwie alles nur ein Albtraum. Sie hofft, dass sie daraus erwacht, aber na, das passiert nicht. Ihr Vater kämpft mit den Tränen und beginnt zu erklären, dass ihre jüngere Schwester Alicia getötet worden ist. Und von der Sekunde an, wo sie erkennt, dass das alles traurige Realität ist, kommt dann auch noch die Erkenntnis dazu, dass sie ziemlich weit weg ist. Sie ist auf der gegenüberliegenden Seite des Landes in New York auf einer Geschäftsreise. Sie ist weit weg von ihrer Familie. Es wird sie auch einige Zeit kosten, wieder nach Hause zu kommen und sich somit auch um ihre Kinder zu kümmern. Sie reist also am nächsten Tag so schnell wie möglich zurück nach Washington. Sie wird von schrecklichen Schuldgefühlen gequält, die sich immer weiter aufbauen. Das Einzige, was sie aufrecht hält, ist der Gedanke, dass ihre Kinder am Leben und in Sicherheit sind. Sie weiß auch, dass sie jetzt mehr denn je von ihnen gebraucht wird. Verständlicherweise sind die drei ziemlich traumatisiert. Sie sind allerdings nicht die einzigen, die von diesem Vorfall traumatisiert sind. Als die Nachricht von ihrer Ermordung den Rest der Familie und Alicias Freunde erreicht, sind alle am Boden zerstört und alle haben den gleichen Gedanken im Kopf, nämlich Alicia ist die letzte Person, von der man erwartet hätte, dass sie Opfer eines so brutalen Angriffs wird.
Die Menschen sind total angetan von ihrer warmen und großartigen Persönlichkeit. Niemand hat ein schlechtes Wort über sie zu berichten. Alicias Mitgefühl und ihre Fähigkeit, gute Beziehungen zu Menschen aufzubauen, haben sie auch in ihrer Berufswahl geleitet. Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie als zertifizierte Pflegehelferin in einem Heim für betreutes Wohnen gearbeitet. Und dort ist sie bekannt, enge Beziehungen auch zu den Menschen aufzubauen, die sie betreut. Wenn sie ihre Zeit nicht gerade mit ihren Nichten und Neffen verbringt, die sie abgöttisch lieben, dann hilft sie häufig auf der Familienfarm aus, auf der sie auch aufgewachsen ist. Auch der Zeitpunkt von ihrem Tod ist einigermaßen tragisch. Sie hat gerade erst vor 2 Monaten geheiratet. Sie hat sich darauf gefreut, mit ihrem Mann eine eigene Familie zu gründen. Sie war erst 24 Jahre alt. Sie hatte also ihr ganzes Leben noch vor sich. Als die Ermittler des Snohomish County Sheriff Office, ja, das heißt echt so, am Tatort eintreffen, da tun sie sich ziemlich schwer damit, die Situation einzuordnen, denn nach allem, was sie über Alicia erfahren, hat sie keine Feinde. Es passt überhaupt nicht zu den Details, die sie finden, als sie beginnen, die vorhandenen Beweise genauer zu betrachten. Alle Anzeichen darauf deuten dahin, dass das ein sehr persönlicher und gezielter Mord gewesen ist. Nach einer gründlichen Analyse von Alicias Körper und der Ballistik entwerfen die Ermittler dann sozusagen eine erste Theorie. Die meisten Einschusslöcher, die es dort gibt, die sind rund um den Türknauf der Haustür oder im Rahmen der Haustür. Sie spekulieren also, dass der Mörder vermutlich geklopft hat, um Alicias Aufmerksamkeit zu bekommen. Und danach ist dieser einfach weggelaufen und hat sich außer Sicht um die Ecke an der Garage versteckt. Und als Alicia dann die Tür öffnet, um hinauszuschauen, da eilt er wieder heran, schießt 4-mal auf sie. Sie versucht dann noch die Tür zu schließen, aber es ist halt leider schon zu spät. Sie wird tödlich getroffen. Sie bricht auf dem Boden hinter der Tür zusammen, wo sie dann letztendlich auch gefunden wird. Das ist also, was die Polizei denkt, ungefähr was passiert ist. Der Angriff ist also aus dem Hinterhalt erfolgt. Der Grund, warum die Ermittler sicher sind, dass der Mord gezielt begangen worden ist, liegt an der Art und Weise, wie dieser Angriff eben ausgeführt worden ist. Vor allem die letzten 2 Schüsse, die Alicia dann tatsächlich getötet haben, die wurden aus allernächster Nähe abgefeuert. Das heißt, der Schütze hat da gestanden, über ihr auf sie runtergeschaut und er wollte wohl sicher gehen, dass sie wirklich tot ist und hat dann noch 2 Schüsse direkt in ihren Körper abgegeben. Also Alicia hatte echt keine Chance. Nachdem sie zu diesem Schluss gekommen sind, beginnen die Ermittler natürlich mit der Suche nach einem Verdächtigen und sie starten mit der offensichtlichsten Möglichkeit, Alicias neuem Mann Brad McGuire. Es wird allerdings schnell klar, dass er nichts mit dem Mord zu tun hat. Nicht nur, dass er ein hieb- und stichfestes Alibi hat, es hat auch sonst niemand etwas Schlechtes über ihn zu sagen und über die Beziehung zu sagen. Jeder, der das Paar kennt, sagt aus, dass sie das perfekte Paar gewesen sind, dass sie eigentlich alles zusammen gemacht haben, dass sie eben frisch verliebt waren, neu vermählt halt. Und niemand kann sich einfach vorstellen, dass Brad etwas damit zu tun hat. Dummerweise ist es das jetzt mit der Liste der Verdächtigen. Die Ermittler haben keine weiteren Verdächtigen. Je mehr sie sich in Alicias Privatleben vertiefen, umso weniger Sinn ergibt das alles und es gibt einfach keine neuen Verdächtigen. Die Ermittler versuchen dann auch ihre Schritte an diesem Tag zurückverfolgen, aber auch das erweist sich als Sackgasse. Und das Kindermädchen, das hat ihnen auch gesagt, dass niemand außer ihr Alicia und die Kinder im Haus gewesen ist, als sie zu Bett gegangen sind. Also es war wohl auch niemand im Haus drinnen, was die Theorie der Polizei ja mit bestätigt. Die Polizei befragt natürlich auch die Nachbarn. Keiner von ihnen hat was gesehen, mit einer Ausnahme. Ein Mann, der nebenan wohnt, hat aus dem Fenster gesehen, als der die Schüsse gehört hat. Er wollte wissen, was da los ist. Und er hat eine ganz dunkel gekleidete Person gesehen, die Einfahrt vom Tatort weg runtergelaufen ist. Obwohl der Nachbar das Gesicht der Person nicht erkennen konnte, es war ja mitten in der Nacht, er ist sich allerdings einigermaßen sicher, dass es sich bei dem Verdächtigen um einen Mann handelt und dass der ungefähr 1,80 Meter groß ist. Der Nachbar sagt, er hat das Aufblitzen von Blinklichtern gesehen. Er hält das für das Entriegeln des Fahrzeuges durch den Verdächtigen. Leider konnte er auch den Wagen nicht erkennen.
Alles deutet also darauf hin, dass es sich um einen gezielten Anschlag gehandelt hat. Es ist ziemlich frustrierend, weil wenn das stimmt, dann muss es da draußen jemanden geben, der ein Motiv hat. Aber gleichzeitig ist das eine totale Sackgasse, denn es scheint kein Motiv zu geben. Irgendwann kommt dann einer der Ermittler auf die Idee, was wäre, wenn? Vielleicht war sie gar nicht das Opfer, das war ja schließlich auch nicht ihr Haus. Was wäre, wenn es eine Verwechslung gegeben hätte und wenn sie einfach das Motiv für das falsche Opfer gerade suchen würden? Auf diesen Gedanken kommen sie jetzt nicht einfach so, sondern sie haben einen Kollegen, einen Beamter mit dem Namen Art Wallen, und der ist einer der ersten, der auf den Notruf reagiert hat. Interessanterweise sagt er jetzt nämlich aus, das war nicht das erste Mal, dass er zu diesem bestimmten Haus geschickt worden ist. Er sagt, dass er schon 3 Monate vorher zweimal wegen häuslicher Gewalt zu diesem Haus gerufen worden ist. Beide Male war die Anruferin Amanda Canales, also die Schwester von Alicia. Es stellt sich heraus, dass Amanda etwa zur gleichen Zeit durch die letzte Phase einer erschütternden Scheidung von ihrem missbräuchlichen Ex-Mann gegangen ist. Und das ist halt auch genau der Grund, warum Detective Wallen da hingerufen worden ist. Der Ex-Mann von Amanda ist der 30-jährige Kevin Lewis, und sein Verhalten hat dazu beigetragen, dass die Polizei gerufen worden ist. Kevin hat Amanda angerufen und gedroht, sie zu töten, wenn sie nicht wieder bei ihm einziehen würde. Und er sagt auch, dass er nur dann die Scheidung akzeptieren würde, wenn er das volle Sorgerecht für die 3 Kinder erhalten würde und wenn sie ihm dann Unterhalt für die Kinder zahlen würde. Und beim zweiten Mal, da ist er einfach nachts am Haus aufgetaucht und hat gegen die Tür gehämmert, versucht, den Weg ins Haus zu finden. Und Detective Wallen sagt, er erinnert sich daran, dass Amanda und ihre Kinder richtig Angst vor Kevin gehabt haben. Und so machen sich die Ermittler auf den Weg zu Amanda. Sie sprechen sie darauf an, auf diese Vorfälle, und sie hat weiteres zu berichten zu dem, was Detective Wallen erzählt hat. Sie sagt, dass sie und Kevin im Jahr 2009 geheiratet haben und dass die ersten Alarmglocken eigentlich schon kurz nach der Hochzeit geschrillt haben. Kevins Missbrauch ist zunächst rein emotional und psychologisch. Er regt sich über Dinge auf, wie zum Beispiel ihre Kleidung. Er will sie kontrollieren, jeden Aspekt ihres Lebens, wenn möglich. Aber mit der Zeit wird der Missbrauch dann auch körperlich. Der letzte Übergriff, der für Amanda das Fass zum Überlaufen gebracht hat, ist 2016 geschehen. Da hat Kevin verlangt, etwas auf Amandas Telefon nachzuprüfen. Sie hat sich geweigert. Daraufhin hat er ihr ins Gesicht geschlagen und sie in den Wandschrank gesperrt. Also ein ganz feiner, netter Herr mal wieder. Amanda hat sich das nicht bieten lassen. Sie hat kurz danach die Scheidung eingereicht. Aber auch hier beweist es sich wieder, die gefährlichste Zeit fürs Opfer ist die Zeit nach der Trennung. Amandas Albtraum geht unbeachtet davon weiter, da Kevin sich weigert zu akzeptieren, dass die Ehe vorbei ist. Amanda beantragt dann auch eine einstweilige Verfügung, dass er sich ihr nicht mehr nähern darf. Aber das macht die Situation dann sogar noch schlimmer, wie sie sagt. Nur wenige Tage nach den Anrufen, auf die die Polizei da reagiert hat, ist Amanda Opfer von einem furchtbaren Angriff. Kurz nach Mitternacht am 22. Juni 2017. Da kommt sie von einer Tanzprobe nach Hause. Sie bleibt noch kurz im Auto sitzen in ihrer Auffahrt und schaut auf ihr Telefon. Als sie aussteigen will, wird sie aus dem Nichts heraus angegriffen. Sie wird auf den Kopf geschlagen. Jemand schlägt mehrmals auf sie ein. Sie versucht verzweifelt, sich zu wehren. Und es gelingt ihr dann glücklicherweise auch, zurück ins Auto zu steigen und die Tür zuzumachen und den Notruf zu wählen. Der Angriff hat Amanda mit einer Reihe von Verletzungen am ganzen Körper, vor allem im Gesicht und am Kopf, zurückgelassen. Das Schlimmste davon ist ein tiefer Schnitt oberhalb ihrer Augenbraue, der eine rekonstruktive Operation erfordert und sie mit bleibenden Nervenschäden zurücklässt. Amanda ist sich zwar sicher, dass Kevin sie angegriffen hat, also dass er es war, aber sie kann ihn nicht hundertprozentig identifizieren, da sie den Angreifer nicht gesehen hat. Als die Polizei unmittelbar danach zu Kevins Haus fährt, da streitet er jegliche Verantwortung ab.
Ich weiß nicht, kleiner Einwurf meinerseits, wenn man in so einer Situation ist, ob es wirklich so schlau ist, dann zu sagen, ich bin mir nicht sicher, ich habe ihn nicht wirklich gesehen, ich kann ihn nicht identifizieren. Selbst wenn das die Wahrheit ist, damit sind der Polizei ja die Hände gebunden. Ich weiß nicht, ob es da nicht besser wäre, so ein bisschen an der Wahrheit zu drehen und zu sagen, hey, ich weiß sicher, dass es er war. Also, wenn man sich sehr sicher ist und naja, wer soll es sonst gewesen sein, ne? Aber sagt mir eure Meinung dazu. Was meint ihr? Sollte man in so einer Situation absolut die Wahrheit sagen oder vielleicht zum eigenen Schutz dann doch, ja, ein bisschen lügen? Es ist, glaube ich, unnötig dazu zu sagen, dass die Ermittler nach all dem, was sie da gehört haben, extrem misstrauisch gegenüber Kevin Lewis geworden sind. Er hat ja nicht nur wiederholt gezeigt, dass er bereit ist, seine Ex-Frau ohne Rücksicht auf die rechtlichen Konsequenzen zu verfolgen, sondern auch der letzte Angriff auf Amanda hat auffallende Ähnlichkeiten mit dem Mord an Alicia. Also beide Verbrechen sind im selben Haus geschehen, nachts geschehen, beides sind eiskalte Überfälle. Vielleicht ist es deshalb Amanda gewesen, die das beabsichtigte Opfer des Mordes war und nicht Alicia. Obwohl die Ermittler von Snohomish County nun Kevin Lewis als wahrscheinlichsten Verdächtigen führen, wissen sie nur zu gut, dass sie mehr als nur eine Theorie brauchen, wenn sie Alicias Mörder dingfest machen wollen. Sie beschließen, Kevin in seinem Haus in Linewood, wo er wohnt, zu besuchen, um ihn zu fragen, wo er sich zur Zeit des Mordes aufgehalten hat. Und während sie ihn da befragen, da werden sie immer genervter davon, wie wenig Interesse Kevin über die Nachricht zeigt, dass es eine Schießerei im Haus seiner Ex-Frau gegeben hat. Er scheint von der ganzen Sache völlig unbeeindruckt zu sein. Also, was mit seiner Frau oder mit seiner Schwägerin ist, schlimm genug, aber er fragt ja nicht mal nach seinen Kindern, ob es seinen Kindern gut geht. Er ist hauptsächlich mit sich selber beschäftigt. Er sagt nur, dass er darüber nichts weiß, dass er die ganze Nacht zu Hause gewesen ist. Er wird natürlich gefragt, ob das jemand bestätigen kann. Und Kevin hat eine Mitbewohnerin und auch seine Mutter Crystal Phelps, die bei ihm wohnt. Oder, also ich schließe daraus, er ist zu seiner Mutter gezogen. Beide Frauen jedenfalls bestätigen seine Aussage und sagen, dass er zu Hause war in dieser Nacht. Wobei, es gibt eine Sache, die Kevin zu überraschen scheint in dieser Sache. Zunächst erzählen ihm die Ermittler nur, dass es eine Schießerei im Haus seiner Ex-Frau gegeben hat. Sie sagen ihm aber nicht, dass das Opfer nicht Amanda gewesen ist. Und Kevin wirkt extrem überrascht, auffällig überrascht, als er dann erfährt, dass in Wirklichkeit Alicia getötet worden ist und nicht Amanda, dass Amanda noch am Leben und in Sicherheit ist. Kurz danach fängt er sich allerdings wieder und dann sagt er nur noch, dass er jetzt keine Fragen mehr beantwortet. Alibi oder nicht, soweit es die Ermittler betrifft, ist Kevins Reaktion auf die Nachricht von Alicias Tod alles, was sie wissen müssen. Sie sind ziemlich sicher, dass seine Mutter und seine Mitbewohnerin entweder nicht wissen, dass Kevin in dieser Nacht das Haus verlassen hat oder ihn vielleicht sogar decken. Und sie versuchen natürlich, dieses Alibi zu entkräften. Und dazu überprüfen sie seine Nachbarschaft. Sie fragen überall, ob jemand vielleicht Überwachungsfilmmaterial hat, das nützlich für die Ermittlungen sein könnte. Und tatsächlich, einer der Nachbarn hat eine Kamera und die zeigt eine Teilansicht von Kevins Einfahrt. Als die Polizei die Aufnahmen am Morgen des Mordes dann also sichtet, findet sie bald exakt das, wonach sie gesucht hat. Um 1:12 Uhr nachts am 20. September, also 44 Minuten vor dem Notruf des Kindermädchens fährt ein Auto in Kevin Lewis Einfahrt. Man kann nicht viel darauf sehen, das Filmmaterial ist extrem körnig, aber etwa 2 Minuten später sieht man einen Mann, der auf Kevins Beschreibung passt. Er kommt aus dem Haus, er steigt in das Fahrzeug ein und das Auto fährt um 1:15 Uhr nachts mit Kevin im Auto weg. Die Ermittler haben jetzt also den Beweis, dass Kevin gelogen hat, als er gesagt hat, dass er das Haus in der Nacht nicht verlassen hat. Der große Triumph währt allerdings nur kurz, denn auf dem Video ist auch zu sehen, wie genau um 1:34 Uhr, also knapp 20 Minuten später, das gleiche Auto zu Kevins Haus zurückkehrt und man kann sehen, wie er aussteigt und wieder ins Haus geht. Diese Überwachungsaufnahmen haben sich also als
zweischneidiges Schwert erwiesen. Es ist unmöglich, dass Kevin Lewis derjenige gewesen ist, der auf Alicia geschossen hat. Die Zeit ist einfach zu kurz. Das wäre sich nicht ausgegangen. Für die Ermittler ist das so ziemlich das schlimmste Szenario. Sie haben nicht nur nichts Konkretes, um ihren vielversprechendsten Verdächtigen mit dem Mord in Verbindung zu bringen. Sie haben jetzt sogar den Beweis dafür, dass er nicht am Tatort gewesen ist. Sein Alibi ist also bestätigt worden. Es liegen jetzt auch keine anderen Beweise gegen ihn vor. Es können keine anderen Ermittlungsansätze verfolgt werden. Also es kann kein Durchsuchungsbefehl erwirkt werden. Es können die Telefonaufzeichnungen nicht durchsucht werden. Nämlich weil es keine Beweise gibt und er es ja laut Timeline auch gar nicht gewesen sein könnte. Um den Fall voranzutreiben, beginnt die Prüfung aller Beweise. Insbesondere beschließen die Detectives sich darauf zu konzentrieren, die Kugeln und Patronenhülsen, die sie gefunden haben, erneut genauer zu untersuchen. Das Kriminallabor der Washington State Patrol ermittelt, dass bei dem Mord die verwendete Munition einer in Russland hergestellten Marke namens Talmo entspricht. Die Marke ist unter anderem daran zu erkennen, dass Stahlhülsen für die Munition verwendet werden und nicht wie üblicherweise Messinghülsen. Die Ermittler wissen auch von einem örtlichen Walmart, der diese Talmo-Munition verkauft. Sie gehen dorthin in diesen Laden, um Informationen über die letzten Einkäufe anzufordern. Das Unternehmen ist da auch kooperativ und liefert diese Informationen. Sie gewähren der Polizei Zugang zu ihrem Überwachungsmaterial. Und das führt zu einer brandneuen Entwicklung. Beim Käufer der Munition handelt es sich um einen Mann, der diese in den Tagen vor dem Mord gekauft hat. Und auch das ist nicht Kevin Lewis. Dank der Aufnahmen und Walmarts Kundenquittungen kann der Mann auch identifiziert werden. Aber das ist quasi eine Sackgasse. Wieder mal gehen die Ermittler leer aus. Der Mann hat ein absolut solides Alibi. Und auch er kann es nicht gewesen sein. Gut, es gibt wahrscheinlich mehrere Leute, die solche Munition kaufen. Das war aber jetzt die letzte Spur, die die Ermittler gehabt haben. Und somit, ja, wird der Fall kalt. Erst Monate später gibt es dann neue Informationen zu diesem Fall. Im Sommer 2018, also fast ein Jahr nachdem Alicia Canales ermordet worden ist, erhalten die Ermittler aus heiterem Himmel einen Anruf. Es ist eine Frau aus Spokane und sie sagt, sie hat Informationen über den Fall. Zunächst sind die zuständigen Beamten auch ein bisschen skeptisch. Sie fragen sich, wie wahrscheinlich ist das, dass jemand hier zwar aus dem gleichen Bundesstaat, aber nicht ganz aus der Nähe, der keinerlei Verbindung zu diesem Fall hat, irgendwas darüber wissen sollte. Aber als die Anruferin den Ermittlern dann erzählt, wird schnell klar, dass sie weiß, wovon sie spricht. Sie erklärt nämlich, dass sie kürzlich auf einer Party gewesen ist und da hat sie eine Frau belauscht, die über einen Mord in Everett geredet hat. Geredet ist milde ausgedrückt, geprahlt hat sie damit und sie hat erzählt, dass ihr Freund und sie diesen Mord an einer Frau in Everett begangen haben und dafür bezahlt worden sind. Konkret hat sie beschrieben, wie sie an die Tür gegangen ist und geklopft hat, während ihr Freund sich ums Eck in der Nähe der Garage versteckt hat. Als das Opfer dann die Tür geöffnet hat, ist ihr Freund hinzugekommen, hat begonnen zu schießen. Er hat sichergestellt, dass der Job erledigt ist, indem er das Opfer aus nächster Nähe erschossen hat. Also die Tatsache, dass die Anruferin all diese Details kennt, die ist für die Ermittler letztendlich der Beweis für die Echtheit der Informationen. Denn ebenso wenig wie die Informationen über den Verdächtigen, der sich in der Nähe der Garage versteckt hat, sind die Angaben über die Schüsse aus nächster Nähe jemals in der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden. Die Anruferin hat auch noch eine letzte Information für die Ermittler und die ist bei weitem die wichtigste von allen. Diese Frau auf der Party hat angegeben, dass sie und ihr Freund später erfahren haben, dass sie die falsche Person getötet haben. Die Theorie der Ermittler ist also von Anfang an richtig gewesen. Einzig und allein, dass zwei Personen beteiligt waren, ist neu. Was diese Anruferin den Ermittlern jetzt aber nicht geben kann, ist der Name von der Frau auf der Party. Sie weiß nur, dass sie auf den Namen Angelica hört,
Aber sie ist sich fast sicher, dass es sich da um ein Pseudonym handelt, dass das nicht ihr echter Name ist. Das ist natürlich ein kleiner Rückschritt für die Ermittlungen. Aber es ist bei weitem die beste Spur, die die Ermittler bis dato erhalten haben. Von diesem Punkt an entfesseln sie eine akribische Suche nach Angelicas wahrer Identität. Sie durchforsten Hunderte, wenn nicht Tausende von Profilen auf verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und nach monatelanger Suche sind sie schließlich erfolgreich. Angelica ist tatsächlich eine Ausreißerin aus New Mexico mit dem Namen Alexis Hagel. Und mit Hilfe von ihren Informationen auf Social Media sind die Ermittler dann auch ganz schnell in der Lage, ihren Freund zu identifizieren. Sein Name ist Jaredon Phelps. Und es stellt sich heraus, zur Tatzeit sind oder waren Alexis und Jaredon 16 und 18 Jahre alt. Auch Jaredon ist in den sozialen Medien sehr aktiv und er stellt sich selbst als sowas wie einen Influencer dar. Falls dir der Name jetzt bekannt vorkommt, Jaredon Phelps, falls das vertraut klingt, die Polizei fragt sich zunächst das Gleiche, aber sie kommen ziemlich schnell drauf, wo die Verbindung liegt, nämlich bei Crystal Phelps. Und wenn ihr euch erinnert, das war die Mutter von Kevin Lewis. Mit anderen Worten, Jaredon Phelps ist der Cousin von Kevin Lewis. Und nach dieser Erkenntnis werden alle restlichen Teile des Puzzles schnell an ihren Platz gebracht. Es hilft gewaltig, dass die zwei neuen Verdächtigen auch nicht gerade die zurückhaltendsten sind. Zusätzlich zu der Angeberei auf der Party, die zu dem Tipp geführt hat, haben Alexis und Jaredon beide belastende Fotos und Videos in ihren sozialen Medien zum Zeitpunkt des Mordes gepostet, insbesondere auf Snapchat. Da haben sie Filmmaterial hochgeladen, auf dem Jaredon mit einem Stapel von 20- und 100-Dollar-Scheinen fächert. Und es gibt auch Fotos von Alexis, die Selfies mit der Mordwaffe gemacht hat. Tatsächlich ist so ziemlich alles, was die Beamten brauchen, entweder auf ihren Handys oder auf den sozialen Medien vorhanden. Sobald die Ermittler die Durchsuchungserlaubnis für die Handyaufzeichnungen haben, gehen sie ans Werk. Die erhaltenen Informationen zeigen, dass Jaredon und Alexis in die Vororte von Seattle, also nach Everett, gefahren sind, und zwar von Spokane aus, und dass sie kurz vor dem Mord in dieser Gegend angekommen sind. Es wird auch durch ein Snapchat-Video untermauert, das Alexis um 0:49 Uhr an diesem Morgen postet. Das zeigt die beiden auf der Interstate 405 in Bellevue, also ganz in der Nähe vom Tatort. Ihre Telefondaten zeigen eindeutig, dass sie zu Kevin Lewis' Haus gefahren sind, was sich perfekt mit dem Überwachungsvideo deckt, das die Polizei ja zuvor schon gesichtet hat. Und von dort aus sind sie offenbar mit Kevin zum Haus von Amanda hin und sofort wieder zurückgefahren. Es wird also vermutet, dass Kevin ihnen gezeigt hat, wo genau sie hin müssen. Jaredons Handy hat außerdem während der Zeit, als der Mord verübt worden ist, einen Sendemast angefunkt, der etwa 600 Meter weit vom Tatort entfernt liegt. Nachdem die Ermittler Jaredon Phelps im April 2019 dann zur Befragung vorladen, sind sie darauf gefasst, dass er versuchen wird, alles abzustreiten. Aber zu ihrer Überraschung knickt er ziemlich schnell ein. Er sagt, ja, ihr wisst ja eh schon alles. Und dann geht er total unbeteiligt mit den Ermittlern den gesamten Hintergrund des Mordes und die Tat selbst durch. Er sagt, dass Kevin Lewis ihm Geld angeboten hat, um jemanden zu töten, und dass er zugestimmt hat und das Verbrechen ausgeführt hat. Als Kevin in das Auto gestiegen ist, hat er ihm das Geld gegeben. 2400 Dollar waren es. Nicht viel Geld für einen Mord, würde ich mal sagen. Andererseits hatten wir schon solche Auftragsmorde für weitaus weniger Geld. Zwei Jugendliche haben zum einen die Mutter von drei Kindern getötet, sie haben eine komplette Familie zerstört, sie haben drei Kindern die Mutter genommen, der Vater hat sich da selbst rausgezogen, aber im Endeffekt, ihr seht schon, es führt dazu, sie haben sich auch ihr eigenes Leben damit komplett verpfuscht. Für 2400 Dollar. Na, das war's wert. Gratuliere.
Kevin hat also seinem Cousin das Geld im Auto gegeben. Er hat ihm ein Bild von seiner Ex-Frau gezeigt. Auf die Frage des Beamten, ob er gewusst hat, dass das Kevins Ex-Frau ist, da sagt Sheridan, nein, es war ihm wohl auch völlig egal, wer das ist. Nachdem sie all das gehört haben, ist es für die Ermittler leicht zu erkennen, wie der beunruhigende Plan aus den Fugen geraten ist. Kevin hat nicht einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass jemand anderes als Amanda an diesem Morgen die Haustür öffnen könnte. Also nicht nur, dass das Kindermädchen hätte aufmachen können, sondern auch eins der Kinder hätte theoretisch aufmachen können. Ich weiß jetzt nicht, wie alt die Kinder sind. Der eine kleine Junge war ja so 2 bis 3. Der hätte wahrscheinlich nicht aufgemacht, aber ein bisschen ältere Kinder wird es wohl auch geben, wenn es 3 sind. Andererseits um 2 Uhr nachts gehen die vielleicht jetzt auch nicht unbedingt zur Tür. Okay, aber es hätte das Kindermädchen aufmachen können oder sonst wer. Aber auf die Idee ist er offensichtlich nicht mal gekommen. Zusätzlich zu seinem Geständnis stimmt Jaredon dann zu, mit der Polizei den Tatort zu besichtigen. Während dieses Rundgangs bestätigt er, dass Alexis diejenige gewesen ist, die an die Tür geklopft hat, während er sich um die Ecke versteckt hat. Sie haben sich gedacht, die Zielperson würde wahrscheinlich eher aufmachen, wenn da eine junge Frau vor der Tür steht, die vielleicht in Not ist oder so. Sobald Alicia dann durch die offene Tür gespäht hat, ist Sheridan rangekommen, hat sie angegriffen. Er zeigt dem Polizisten die Ecke, an der er gestanden hat, und er muss auch noch dringend erwähnen, dass sie sich eingepinkelt hat. Als wäre das das Wichtigste an der ganzen Geschichte. Nach den ersten Schüssen hat Alicia Sheridans Angaben zufolge die Tür geschlossen. Er hat daraufhin die unverschlossene Tür wieder geöffnet und noch 2 weitere Schüsse auf sie abgegeben, und danach sind die beiden weggerannt. Beide werden natürlich daraufhin verhaftet, sowohl Sheridan Phelps als auch Alexis Hagel. Beide stimmen zu, sich schuldig des Mordes ersten Grades zu bekennen. Das heißt, es gibt keinen Prozess, nur eine Verurteilung. Sheridan wird zu 31,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Alexis erhält 15 Jahre. Trotz eines Berges von Beweisen gegen ihn entscheidet Kevin Lewis allerdings, seine Chancen vor Gericht zu probieren. Aber die Sache ist eindeutig auch für eine Jury. Nachdem sein Prozessverfahren im November 2021 beendet ist, braucht die Jury auch nur 3,5 Stunden, um ihn für schuldig des Mordes ersten Grades und schuldig der Verschwörung zum Mord zu befinden. Er wird zu lebenslanger Haft ohne die Möglichkeit der Bewährung verurteilt, und ihm wird jeglicher Kontakt mit Amanda oder seinen Kindern für den Rest seines Lebens untersagt. Ich bin ein bisschen verwundert über das Urteil, muss ich sagen. Lebenslange Haft ohne Möglichkeit der Bewährung finde ich völlig in Ordnung, hat er für mich persönlich total verdient. Dass die anderen beiden so viel weniger bekommen, obwohl sie diejenigen sind, die diesen Mord ausgeführt haben, finde ich ein bisschen komisch. Das finde ich nicht in Ordnung. Die sind da hingegangen für einen Geldbetrag, der nicht wirklich hoch ist, aber egal wie hoch er ist. Sie sind da hingegangen, selbst wenn sie kein Geld dafür bekommen, und haben da geklopft. Sie haben die Action gemacht. Sie haben die ganze Aktion vorgenommen. Jaredon hat geschossen. Warum kriegt der so viel weniger? Und da bin ich echt schon gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Was meint ihr? Ist das die Verteilung, die ihr erwartet hättet? Hättet ihr vielleicht nicht auch erwartet, dass sogar derjenige, der tatsächlich schießt, der tatsächlich den Mord ausführt, mehr Strafe bekommt, längere Strafe bekommt oder zumindest gleich viel Strafe bekommt wie derjenige, der gesagt hat, hey, geh hin und mach das, der ihn dafür bezahlt hat? Da bin ich echt schon neugierig, was ihr dazu zu sagen habt. Auf jeden Fall. Gut, ich kann die meisten Mordfälle ja nicht wirklich nachvollziehen, aber hier kann ich beide Seiten nicht nachvollziehen. Zum einen, okay, das haben wir schon so oft gehört, dass ein Femizid passiert, wenn jemand sich trennt, dass die Trennung auch wirklich die gefährlichste Phase in der ganzen Sache ist.
Verstehen tue ich es nicht, aber offensichtlich ist das so, man hört es immer wieder. Aber diese Sache mit den Auftragsmorden, das ist mir absolut ein Rätsel. Also vor allem diese Art von, früher habe ich mir das vorgestellt, ja, als Krimi-Fan, dass ein Auftragsmörder für einen Auftragsmord Hunderttausende Dollar oder Euro bekommt. Und nicht so einen läppischen Betrag, dass dafür jemand hingeht und jemanden ermordet. Und dass diese Leute dann auch jedes Mal so dumm sind und vor anderen Leuten damit prahlen. Also zum einen dumm, sie verraten sich ja. Wie kann man davon ausgehen, dass niemand zur Polizei geht, dass niemand sie anzeigt deshalb? Und dumm, weil wie kann man denn darauf auch noch stolz sein? Das ist mir ein absolutes Rätsel. Die Tatsache, dass Alicia gerade geheiratet hat und sich darauf gefreut hat, jetzt ihre Familie zu gründen, ihr Leben zu leben, dass das alles kaputt gemacht worden ist von zwei solchen Idioten, die dann nicht mal die Klappe halten können. Ich finde es nur tragisch. Und Amanda, die ist jetzt okay, sie ist jetzt nicht gestorben, sie ist nicht ermordet worden, sie hatte so in dem Sinn Glück gehabt. Ihre Schwester ist an ihrer Stelle gestorben. Sie hat natürlich wahnsinnige Schuldgefühle. Sie gibt nachher ein Interview. Da sagt sie, dass sie es hätte sein sollen, die getötet werden sollte, da sie ja diejenige war, die Kevin Lewis in ihr Leben und in das Leben ihrer Familie gebracht hat. Sie macht sich also unglaubliche Vorwürfe. Und ich kann es nachvollziehen, dass man sich da wahnsinnige Vorwürfe macht. Andererseits, es ist nicht ihre Schuld. Es ist nie die Schuld von irgendjemand anderen Beteiligten, außer vom Täter, von demjenigen, der andere dazu anstiftet, von demjenigen, der hingeht und abdrückt. Niemals sind die anderen schuld. Aber das kann man so leicht sagen. Und das innerlich anzunehmen, ist relativ schwierig. Ich denke mir oft, ich sollte gar nicht mehr in der Lage sein, solche Geschichten zu finden, solche Geschichten, die sich gegenseitig immer noch toppen und toppen und toppen, aber es ist wirklich so, dass einem die Geschichten hier nicht ausgehen und es gibt immer wieder neue, unfassbare und unverständliche Fälle. Deshalb werde ich wahrscheinlich noch sehr oft hier sitzen mit solchen und ähnlichen Fällen, mit schlimmeren und unfassbareren und unglaublicheren Fällen. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, wenn es wieder heißt True Crime Time. Bis dann, ciao.